Hi, mein Name ist Marie. Mein Name ist Jan. Und wir haben uns während unserer 18-monatigen Weltreise einen riesen Traum erfüllt und waren zum allerersten Mal in New York City. Und in diesem Video verraten wir euch, wie auch versprochen und passend zum Hintergrund, was uns unsere New York City-Reise gekostet hat, was ihr auf jeden Fall beachten solltet und was ihr bei eurer ersten New York-Reise unbedingt gesehen haben solltet. Also viel Spaß beim Zuschauen. Als allererstes braucht ihr natürlich einen Flug, um nach New York City zu kommen. Geht dafür einfach auf die Webseite von Momondo. Und da kommt ihr schon für nur 265 Euro mit Stopover oder für 298 Euro nonstop von Deutschland aus nach New York und wieder zurück. Was ganz cool an Momondos Website ist, ist das Preisprognosen-Feature. Dieses Feature findet ihr auf der linken Seite und es vergleicht anhand historischer Daten, ob es sinnvoll ist, den Flug direkt zu buchen oder ob eine Preissenkung erwartet wird, also ob es sich lohnt, noch ein bisschen zu warten. Übrigens braucht ihr für New York kein Visum. Das Einzige, was ihr braucht, ist das sogenannte ESTA. Das ist eine Aufenthaltserlaubnis, die kostet ungefähr 12 Euro. Die könnt ihr ganz einfach online beantragen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu den Unterkünften. Vernünftige Airbnbs mit Küche in Brooklyn oder Queens mit einer guten Verkehrsanbindung nach Manhattan findet man schon ab 50 Euro für zwei Personen. Hostels oder Hotels in Brooklyn oder in Queens findet man in der Regel ab ca. 70 Euro für zwei Personen. Wenn man natürlich in Manhattan schlafen möchte, ist es um einiges teurer. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt einen günstigen Flug gebucht und eine gute Unterkunft und seid jetzt in New York City am Flughafen angekommen. Jetzt fragt ihr euch nur noch, wie komme ich jetzt zur Unterkunft? Und da ist die günstigste Variante, wenn ihr vom Flughafen mit dem Skytrain zur Jamaica Station fahrt. Diese Fahrt kostet euch 5 Dollar und ganz wichtig, ihr bezahlt die Fahrt erst nach der Fahrt an der Jamaica Station. Jetzt seid ihr bei der Jamaica Station angekommen und da würden wir es euch empfehlen, dass ihr euch die sogenannte MetroCard kauft. Mit dieser MetroCard könnt ihr alle U-Bahn-Verbindungen in New York City nutzen. Ganz wichtig, es gibt keine Tageskarte und eine einfache Fahrt kostet 2,75 Dollar. Ab 13 Fahrten lohnt sich der Kauf einer 7 Tage Unlimited Card. Die kostet 31 Dollar, 30 Dollar für diese 7 Tage und 1 Dollar für die MetroCard. Für diejenigen, die es interessiert, man kann sich auch Monatskarten kaufen. Ganz wichtig, beim Kauf der Karte fragt euch der Automat nach einer Postleitzahl. Und da gebt ihr einfach 5-mal die 9 ein und der Automat weiß Bescheid, dass ihr Touristen seid. Bei uns war es jetzt so, dass wir für 9 Tage in New York waren und deswegen haben wir uns am Anfang gleich für die 7 Tage Unlimited MetroCard entschieden. Für die restlichen 2 Tage haben wir diese MetroCard behalten, weil die kostet jedes Mal 1 Dollar, wenn man sie neu kaufen würde und deswegen braucht ihr sie nicht wegschmeißen. Wir haben dann einfach wieder Geld auf diese Karte aufgeladen, haben dann jede einzelne Fahrt einzeln bezahlt. Und einen wichtigen Hinweis zum U-Bahn-Fahren in New York haben wir noch für euch. Für die einzelnen Strecken ist es meistens so, dass 2 verschiedene U-Bahnen fahren. Eine U-Bahn für die Locals, also für die Einheimischen, die hält wirklich an jeder einzelnen U-Bahn-Station. Dementsprechend braucht die etwas länger nach Manhattan und wieder zurück. Und eine U-Bahn für die Touristen, die überspringt einzelne U-Bahn-Stationen. Und dementsprechend bringt euch diese U-Bahn schneller nach Manhattan oder wieder zurück. Da ihr ja nun das erste Mal in New York seid, wollt ihr mit Sicherheit auch die berühmtesten Sehenswürdigkeiten erkunden. Und um da Geld zu sparen und vor allem auch, weil die Eintrittspreise von den Sehenswürdigkeiten teilweise sehr teuer sind, empfehlen wir euch, einen Pass für die Sehenswürdigkeiten zu kaufen. Da gibt es viele verschiedene Pässe und wir zeigen euch jetzt die 2 beliebtesten davon. Der erste ist der New York Pass. Und der zweite der New York Explorer Pass. Der New York Pass gilt 1, 2, 3, 5, 7 oder 10 Tage. Und der New York Explorer Pass 30 Tage. Mit dem New York Pass könnt ihr alle Sehenswürdigkeiten, das sind mehr als 100 Stück, inklusive der Hop-On, Hop-Off-Touren besichtigen. Beim New York Explorer Pass müsst ihr euch zwischen 3, 4, 5, 7 oder 10 Sehenswürdigkeiten inklusive Hop-On, Hop-Off-Touren entscheiden und ihr habt insgesamt eine kleinere Auswahl von nur in Anführungszeichen 82 Sehenswürdigkeiten. Die Besonderheit beim New York Pass ist, ihr habt einfach eine größere Auswahl an Sehenswürdigkeiten und man kann alle Touren innerhalb dieser 10 Tage machen. Also entscheidet ihr euch jetzt für 10 Tage, könnt ihr innerhalb der 10 Tagen wirklich alle 100 Sehenswürdigkeiten machen. Wann das schafft, ist eine andere Frage. Und das Besondere bei dem New York Explorer Pass ist, dass man eine Gossip Girl oder Sopranos Bustour machen kann und da fährt man zu den einzelnen Drehorten von den Serien hin und kann sich die angucken. Also für Serienjunkies vielleicht eine ganz coole Erfahrung. Der New York Pass kostet, je nachdem für wie viele Tage man sich entscheidet, zwischen 127 und 425 Dollar. Der New York Explorer Pass kostet je nach Anzahl an Sehenswürdigkeiten, für die man sich dann entscheidet, zwischen 89 Dollar und 219 Dollar. Welcher Pass für euch der richtige ist, das könnt natürlich nur ihr selbst entscheiden. Wir hatten uns damals für den New York Explorer Pass mit 5 Sehenswürdigkeiten entschieden. Das waren, glaube ich, das Empire State Building, Top of the Rock,
Big Bus Hop-On-Hop-Off-Tour. Dann haben wir eine Circle Line Tour einmal mit dem Schiff um New York City rumgemacht. Und dann haben wir uns noch ein Fahrrad für den Central Park ausgeliehen. Genau. Hätten wir die Tickets für die Sehenswürdigkeiten ohne den Pass gekauft, hätten wir insgesamt pro Person $222 ungefähr bezahlt. Aber dadurch, dass wir den Pass hatten, mussten wir nur $121 zahlen und haben somit $100 pro Person gespart. Natürlich gibt es auch noch kostenlose Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in New York. Und unser Geheimtipp da ist die Summer Movie Night. Bei der waren wir damals im Bryant Park und haben uns damals When Harry Met Sally angesehen. Das war richtig schön und ein total romantischer, schöner Abend, einfach weil es im Stadtpark in New York war. Und ein Link dazu, wann diese Events stattfinden und auch noch ein weiterer Link zu anderen coolen Events in New York City findet ihr unten bei uns in der Videobeschreibung. Außerdem würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, einen Spaziergang über die Brooklyn Bridge zu machen. Also da könnt ihr einmal von Manhattan nach Brooklyn und Brooklyn wieder zurückgehen, wenn ihr Bock habt. Außerdem würden wir auf jeden Fall das 9/11 Memorial empfehlen und auf jeden Fall auch den Times Square zu erleben und auf sich wirken zu lassen. Am besten einmal bei Tag und bei Nacht. Und außerdem gibt es natürlich auch noch ganz viele weitere Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, die man in New York machen kann und sehen kann. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir das alles aufzählen. Noch ein kleiner Tipp für euch. Wir haben es in New York immer so gemacht, dass wir uns morgens und abends selbst versorgt haben. Also wir haben uns in unserer Airbnb-Unterkunft in der Küche immer was gekocht, das dann gegessen. Und als wir unterwegs waren, haben wir uns immer was im Restaurant geholt oder in einem Imbiss oder wie auch immer. Und da haben wir auf jeden Fall noch einen Restaurant-Tipp für euch. Und zwar ist es das Restaurant Beyond Sushi. Da gibt es neben Sushi auch Salad Bowls. Und da haben wir uns immer die Limelight Bowl, also eine Salad Bowl, für $11 geholt. Und $11 ist für New Yorker Verhältnisse echt nicht viel. Und die Portionen sind sehr groß. Sogar so groß, dass selbst Jan satt geworden ist. Kommen wir nun zu unseren Kosten. Für unsere 9-tägige New York-Reise haben wir pro Person nur 520 Euro ausgegeben. Ohne die Flugkosten. In diesen 520 Euro sind wirklich alle Kosten inbegriffen, die wir vor Ort hatten. Also Verpflegung, Unterkünfte, Gebühren fürs Geld abheben und. Rechnet man jetzt dazu noch die Beispielflüge vom Anfang des Videos dazu und auch die Estergebühren, könnte euch eine 9-tägige New York-Reise nur 797 Euro kosten. Einen ausführlichen Blogbeitrag dazu verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Und wie ihr seht, eine New York-Reise muss wirklich nicht teuer sein und für nur unter 800 Euro könnt ihr euch den Traum von New York erfüllen. Natürlich ist New York unglaublich groß und bietet auch noch viel, viel mehr zu sehen, als wir euch jetzt gerade gezeigt haben. Aber selbstverständlich kann man bei seiner ersten New York-Reise nicht einfach alles abklappern. Dennoch hoffen wir und denken auch, dass euch dieses Video bei eurer Reiseplanung helfen wird. Falls das der Fall ist und falls ihr dieses Video gut fandet, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert uns kostenlos und seid auch gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.